Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God-Mode-Mod. Und, nee, falsche Pfeil, Pfeil 3 sind wir. In der letzten Folge haben wir Mutti besiegt, und zwar mit dem guten Arak, der übrigens Fragezeichen hat. Das heißt also, der ist jedes Mal anders, oder wie? Gut möglich. Und wir haben einen Jesus freigeschalten, den wir aber irgendwie trotzdem nicht haben. Und jetzt muss ich mal gucken, wir haben anscheinend Adra frei... Die haben alle Fragezeichen, oh Gott. Okay, wir haben auf jeden Fall Adra freigeschaltet und deswegen spielen wir heute mal mit Adra. Und schau mal, was wir so haben als Adra. Okay, Adra scheint anscheinend so wie Azazel zu sein, aus dem normalen Isaac. Das ist ganz schön. Also wir haben auf jeden Fall einen Mini-Bümsten. Ja, wir haben einen Mini-Bümsten. Und 5 schwarze Herzen. Okay, gut zu wissen. Und wir werden dieses Mal auf jeden Fall weitergehen können als Mutters Fuß, weil wir Mutters Fuß ja letztes Mal schon besiegt hatten. Das heißt, wir kommen jetzt wir kommen nur bis zu dem Herzen. Bis zu Mutters Herz. Das war dumm. Das wäre sehr dummer Schaden. Aber sowas von dummer Schaden. Okay, aber wäre ja schon mal schön, wenn wir dann zumindest in diesem Run Mutters Herz besiegen würden. Denn wir müssen ja irgendwie 10-mal Mutters Herz besiegen, damit es Lifts wird. Und wenn wir dann Lifts besiegen, dann... Nee, damit es Lifts wird. Kann man... Moment, ich bin gerade verwirrt. Kann man... Wann konnte man nochmal in die Ebene nach runter? Erst wenn es Lifts geworden ist, oder? Oh, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber schon. Wir müssen also 10-mal Mutters Herz besiegen. Okay. So, hier haben wir wieder ziemlich dumm Schaden bekommen. Ist aber nicht weiter tragisch. Dafür kriegen wir immerhin Piskis. Tiersap und... Okay. Oh, okay. Goathead ist natürlich sehr geil. Und statt dieses Anachis... Cookbook. Nehmen wir einfach mal das andere Ding hier mit. Denn damit werden wir kurze Zeit unverwundbar. Und kurze Zeit unverwundbar sein ist schon ganz nett, würde ich sagen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stein, damit wir hier den... einen blauen Stein. Wir brauchen eine Bombe. Wir brauchen eine Bombe, um den blauen Stein aufzumachen. Das war wieder dummer Schaden. Oha. Dazu sei gesagt, es ist noch früher Morgen. Ich bin quasi eben erst aufgestanden. Hä? Guck mal, die haben den Boss einfacher gemacht. Zumindest, wenn man fliegen... Ja, okay, wenn man nicht fliegen kann, dann wäre der jetzt assig gewesen. Aber so... So war da jetzt irgendwie einfach. Ich krieg die ganze Zeit doofen Schaden. Wir könnten im Shop nachgucken, ob da... eine Bombe ist vergünstigt, aber ich denke mal nicht, dass da eine vergünstigte Bombe sein wird. Deswegen müssen wir wohl oder übel, so schade es auch ist, die beiden blauen Steine liegen lassen. Da ja gut. Okay, also bisher haben wir nur blöden Schaden bekommen, das ist auch recht nett. Also Schaden, den wir auf jeden Fall ausweichen hätte können tun. Ich bin ja quasi immer nur gegen meinen Schaden gegengelaufen. War jetzt nicht ganz so schlau. So, wir haben jetzt zumindest schon mal eine Bombe. Okay, heißt, wenn hier irgendwo ein blauer Stein ist, dann können wir den aufsprengen. Und ich hoffe, wir finden noch irgendwie einen Stachelraum. Jetzt, wo wir unser Einhorn-Dings haben. Unser stumpfes Einhorn. So, okay, noch ein Schlüssel. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Und bevor wir zum... Springt der halt über uns rüber. Noch eine Bombe. Bevor wir zum Boss gehen, gehen wir auf jeden Fall nochmal in den goldenen Raum. Denn wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr OP werden für The Womp. Ich glaube, bis Mutters Fuß ist noch okay, aber danach könnte es schwer werden. Warte, was war das? The Fool. The Hermit. Okay, wir setzen das auf jeden Fall mal ein. Kriegen ein Gabi-Item. Hier sind sogar Gegner drin. Das heißt, wir werden gar kein Leben verlieren, wenn wir die jetzt besiegen, ohne Leben zu verlieren. Und kommen wir dann... quasi umsonst wieder raus. Perfekt. Wir setzen einmal so Hermit ein. Die Zecke. Lieber nicht. Guck mal, in der Mod kann man sogar diesen Cube of Meat sich kaufen. Ja, ich würde sagen, wir machen das. Cube of Meat. Cube of Meat ist geil. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir sowas von mit. Yay. Okay, wir haben Cube of Meat. Perfekt. Dann hatten wir noch die Fool-Karte. Wenn wir schneller sind als 20 Minuten, dann könnten wir das sehr gut einsetzen. Ja, nehme ich mal mit. Ist auf jeden Fall ein bisschen Schaden. So. Obwohl, jetzt wo wir den... Wie sieht das denn aus? Toll.
Wir können uns nicht aufhängen, wir können fliegen. Ja, die Schere wäre halt mega Schaden, aber ich glaube, wir machen sogar mehr Schaden, wenn wir einfach unverwundbar sind und dann mit unserem Cube of Meat kämpfen. Von daher nehmen wir mal lieber das stumpfe Einhorn mit und freuen uns dann darüber. So, Poison Touch ist auch recht nett. Wir haben schon wieder fast volle Leben. Aber der Schein kann trügen, Leute. Am Anfang ist alles noch so, ja, Pillepalle. Und später wird das dann alles assig. So. Okay. Oh, Monstrum mal 3. Also, man braucht seine Leben auf jeden Fall. Sage ich mal so. So, wir setzen das einfach mal ein. Dann können wir die ein bisschen schaden mit unserem Cube of Meat. Ah, war jetzt nicht so viel Schaden. Schade. Dann nehmen wir vielleicht doch lieber die Schere mit. Wäre vielleicht doch besser. Dann wären die jetzt auf jeden Fall viel schneller tot gewesen. Okay, warte. Das machen wir anders. Das dauert mir zu lang. Wir holen uns kurz die Schere. So, hier war ja auch noch so ein nettes Ding. Okay. Und wir sollten vielleicht nochmal nach einem Geheimraum suchen. Denn da sind ja auch öfters mal Items drin. Und Items. Oha, wie groß das ist. Words of Steel, Bad Gas. Okay, nichts Schlechtes dabei. Was ist das hier? Okay. Gut. Die Doge-Party ist größer geworden. Glaube ich. Gut, okay, egal. Hallo Monstro. Ich habe jetzt diesmal eine Schere für dich. Bin ich nicht nett? So, und jetzt sollte unser Körper auf jeden Fall guten Schaden machen. Auf jeden Fall mehr, als wir sonst gemacht hätten. Ach doch, das geht schön. Ja, dann behalten wir die Schere auch. Und vor allem, man kann sie alle zwei Räume einsetzen. Ist schon ganz nett. Ich glaube auch, der Körper skaliert mit unserem Schaden. Das heißt, wenn wir ein bisschen mehr Schaden haben, dann sollte der auch noch stärker werden. So. Das ging doch schon mal leichter und wir sollten sogar einen Devil Room bekommen, genau. Mit dem Pentagramm, okay. Okay, das war dumm, dass ich jetzt das schwarze Herz eingesammelt habe. Pentagramm nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Humble Bundle nehme ich auch mal mit. Fliegen brauchen wir nicht, weil wir sowieso schon fliegen können. Und dann nehmen wir noch das Ding mit. Okay, das hat sich mehr als gelohnt, würde ich sagen. Wir haben fast nur schwarze Herzen, was auch sehr geil ist. Ich frage mich, wenn wir jetzt ein schwarzes Herz einsammeln, geht dann ein blaues Herz weg, auch wenn das gar nicht an letzter Stelle ist? Wahrscheinlich, oder? So, schauen wir mal. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr viel stärker geworden. Das war ein schöner Devil Room. Das war ein sehr schöner Devil Room. Gut, was haben wir hier Schönes? Geld. Ein Lebensupgrade. Ja, eins können wir mal mitnehmen, auch wenn wir durch... Ah, wir sind jetzt langsamer geworden. Okay, das war dann eher nicht so gut. Bad Trip ist auch nicht gut. Naja, okay. Ich glaube, ich nehme noch die Bombe mit. Und den Schlüssel auch. So. Was ist das? Das sieht so komisch aus. Oh! Bringt das überhaupt was? Überschreibt es da? Oh, das überschreibt das ja wirklich. Ist das denn besser als so ein Mini-Bümsen? Man weiß es nicht. Guck mal, wie der Raum auch auf der Minimap aussieht. Das ist so ein grünes Herz einfach. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nettes Item. Doch, doch, muss man sagen. Finde ich nur blöd, dass wir jetzt zu langsam geworden sind. Ich hätte dieses Lebensupgrade doch nicht einsammeln sollen. Andererseits können wir jetzt halt auch besser die Devil Deals mitnehmen. Dann sind die nicht so teuer. So. Oh, zweites Gabi-Item. Auch sehr schön. Ich glaube, ich setze mal kurz die Schere ein. So. Okay, wir kriegen wieder Schnelligkeit durch unser Trinket. Das ist schön. Nein, gib mir mal das Trinket wieder. Ja gut, wo ist denn eigentlich unser Körper jetzt schon wieder hin? Hä? Unser Körper ist weg. Nein, jetzt ehrlich mal, wo ist unser Körper? Unser Körper ist gestorben, oh Gott. So, oh, noch eine, okay. Gut, kommt halt so viele Wellen, wie ihr wollt, ist mir doch egal. Wir haben auf jeden Fall schon zwei Gabi-Items. Heißt, uns fehlt nur noch eins, um Gabi zu werden. Und wir haben Schnelligkeit dazu bekommen, dank unserem Trinket. Und das werden wir auch erstmal behalten, bis wir... Oh,
irgendwie von sich aus schneller geworden sind, durch irgendwelche Pillen oder sowas. Aber sonst müssen wir anscheinend das Trinket behalten. Ist aber nicht weiter tragisch, das ist okay. So, und ich glaube, wir behalten erstmal unser Geld. Falls wir hier irgendwo noch irgendwelche netten Items finden, die wir uns irgendwie kaufen müssen. Okay. Läuft aber wieder eigentlich ganz gut. Mal schauen, wie das in den weiteren Ebenen läuft. Oh, Mr. Mega. Oh. Der feine Mr. Mega Herr. Okay. So. Hä? Haben wir denn den Steve aufgesammelt? Stimmt, das ist ein. Das ist auch ein Damage-Up, ne? Ich habe mich schon gewundert, warum wir diesen Tumor an unserem Kopf haben. So, oha! Okay, noch ein Speed-Up. Sehr gut. Ja, wir kriegen hier gerade richtig die guten Items. Gefällt mir. Ja, ich gefällt mir. Die Godbody ist gar nicht so schwer, wie alle sagen. So, aber wo ist der Boss? Aber ich wurde schon gewarnt, dass es halt in The Womb noch viel, viel schwerer wird und dass ich noch gar nichts jetzt gesehen habe bei meinem ersten Run, was die Mod alles kann. Von daher sollte ich hier noch nicht zu siegessicher sein. Aber ich glaube, den Charakter, den wir jetzt haben, der ist auch nicht allzu schwer. Von daher, das passt schon. So, guck, da ist er auch schon tot. Kriegen noch zwei Schlüssel, aber einen Schaden. Ist uns egal, wir kriegen noch einen Damage-Up und noch einen Damage-Up. Und die Kohle, man kann die Kohle hier kaufen. Das ist auf jeden Fall auch Evil-Up. Ja, komm, holen wir uns die Kohle, weil sie 2 kostet. 2 für eine Kohle, das ist aber auch echt krass teuer. So, goldene Räume waren wir schon oder so, weiß ich nicht. Wir gehen nochmal in den letzten Raum hier rein. Okay. Zum Glück nichts Böses. Na, vielleicht ist er doch böse. Sei bitte nicht böse. Okay. Haben immer noch so gut wie volle Leben. Konnten unsere beiden roten Herzen gut loswerden. Die sich schön für die Kohle. Und sind recht schnell geworden in dieser Ebene. Die ist ganz schön. Na, irgendein Gabi-Item? Nein, schade. Okay, wir machen aber sowas von viel Schaden. Okay, unser Schaden ist voll. Geilo. 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 Tier ist da. Oh Gott. Okay, da habe ich nicht aufgepasst, weil ich die ganzen Pillen habe. Oh! Oha! 2 Pieps in einem Raum ist aber auch irgendwie assig. Muss man ja mal sagen. So. Habe aber auch blöd gespielt. Das muss man auch sagen. Ah, okay. Eine Treubombe. Da. Nein, spreng das doch auch in die Luft. Oh, hallo Super-Treubombe. Gut, dass wir schneller geworden sind. Okay. Und eine Tier-Sub. Okay. Heißt, das hat sich wieder ausgeglichen. Ah, und jetzt, wo ich hier Dingle sehe, muss ich euch sagen, dass beim letzten Mal hat Dingle ja so komisch rumgepackt. Das gehört eigentlich nicht so, wurde mir gesagt. Das war ein Bug anscheinend. Von daher ist Dingle eigentlich nicht so komisch drauf. Und mir fällt gerade... Oh, wir haben Noah. Okay, da ist irgendwas noch falsch. Noah ist nämlich auch aus der Savior-Mod. Ich muss das irgendwie nochmal ändern. Da ist noch irgendeine Datei drin, die mir sagt, dass andere Charaktere freigeschalten werden. Muss ich gleich mal gucken. Sind noch nicht alle Sachen aus der anderen Mod draußen. Naja, solange wir die Charaktere trotzdem freigeschalten kriegen, ist ja alles okay. Jetzt weiß ich nur nicht, wen wir freigeschalten haben. So, was kriegen wir hier Schönes? Fliegen ist auf jeden Fall in diesen Itemräumen sehr, sehr geil. Oh, die Maske ist auch sehr schön. Noch ein Lebensupgrade. Geilo. Und was haben wir sonst noch so? Auf jeden Fall noch eine Distant Admiration. Oh, was sehe ich denn da? Da sehe ich ja was richtig Cooles. Pyromaniac. Geilo. Was kriegen wir hier? Tour of Diamonds. Okay, dann haben wir auf jeden Fall 99 Münzen. Ja, genau dafür wollte ich den Schlüssel einsetzen. Gott, diese Dinger, die einen ranziehen, die nerven ja richtig.
Gut, wir haben auf jeden Fall sehr viel Geld. Wir bräuchten mal eine Donation-Maschine. Wir haben viel zu viel Geld, um das alles für uns zu behalten. So, hi. Tschüss. Pow, stirbt. Stirbt, alle tot. Ich bin ein Messerer. Ich töte euch alle mit meinem Messer. So, da ist eine Arcade. In der Arcade kann ja sogar auch eine Donation-Maschine sein, oder? Gucken wir gleich mal nach. Obwohl, wir haben ja auch einen Shop. Mit der Blockade. Die haben wir letztes Mal erst freigeschalten. Den Rest spenden wir einfach mal. Wow. Wir konnten eine ganze Münze spenden. Abel, okay. Nee, Bob's Rotten Head. Nee, Bob's Rotten Head will ich nicht. Und warum sehen wir, wo die... Achso, genau. Ja, okay, hi. Ja, nee. Lass mal Bob's Brain. Ich habe dich letztes Mal auch nicht mitgenommen, also nehme ich dich diesmal auch nicht mit. So, wir haben immer noch 99 Münzen, ist halt die Sache. So, waren wir im goldenen Raum? Ja, wir wissen allerdings noch, wo der andere Geheimraum ist. Das heißt, wir gehen da auch einmal hin. Und vielleicht ist hier eine Donation-Maschine. Nö, aber ein Bettler. Da, sogar zwei Bettler. Yay, nimm alles, nimm es alles. Da sprengt er sich selber in die Luft. Der kleine Bastard. Jo, nehmen wir mit. Dankeschön. Sehr nett von dir. Wie sie sich immer entwickeln. Man denkt immer, oh ja, das sind so einfache Gegner. Und dann entwickeln die sich zu was Bösem. Ich frage mich gerade, wo wir so viele Bomben mehr haben. Noch ein Lebensupgrade, sehr schön. Ein doppeltes sogar, oha. Läuft bei uns. Gut, dann... Wir haben ja sowieso den Goathead. Das heißt, es ist voll egal, ob wir getroffen werden oder nicht. Wir haben ja sowieso immer den... Den Teufelsraum. Görklings, okay. Görklings und... Oha. Einfach zwei Bosse auf einmal. Macht uns nichts, wir haben den Körper... Der irgendwie nicht angreifen will. Was? Zum... Warum leuchtet das blau? Hä? Soul Food. War jetzt aber kein HP ab. Wir hatten eben auch schon 3 HP ab. Welche rüber? Nehmen wir mit. Wir sind Gabi. Wir sind auf jeden Fall Gabi. Humble Bundle haben wir schon. Das Ding brauchen wir nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Wafer nehmen wir auch mal mit. Das wird uns gut behilflich sein. 4 Tränen, die uns auch noch ein bisschen stärker machen. Oder noch ein viertes Gabi-Item. Wir sollten jetzt Gabi sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir Gabi sind. Aber wir sollten eigentlich Gabi sein, sonst würde ich das da auch noch mitnehmen. Aber ich glaube, wir sind schon Gabi. Von daher nehmen wir noch... Ah, den Bettler oder das? Wir nehmen den Bettler noch mit. Den kleinen Darkbomb. Das haben wir auch noch mal kurz ein, damit wir es schon mal hatten. Und dann hat sich das doch gut gelohnt. Okay, sehr schön. Was passiert eigentlich, wenn man aus dem Devil Room rausgeht? Also wenn man in Devil Room reingeht mit roten Herzen, dann kosten die ja rote Herzen, die ganzen Sachen. Und wenn man dann rausgeht und keine roten Herzen mehr hat und wieder reingeht, kosten die ganzen Devil Leads dann nur noch blaue Herzen oder immer noch rote Herzen? Hätte ich eben mal austesten können. Habe ich leider nicht. Aber wenn ihr das wisst, und ihr wisst das garantiert, weil ihr wisst immer alles, dann bitte mal schreiben. Obwohl, ich kann es eigentlich auch gleich vielleicht nochmal ausprobieren. Mal schauen. Verstehe nicht, warum ich auf diesen Trip bin. Diesen Bad Trip bin. So. Oh nein, noch eine Charge. Oh. Noch eine Charge, Gegner. Und was bist du Schönes? Bomsaki. Okay, danke. Moment,
Will ich so viele Schlüssel? Ja, komm. Wir wollen so viele Schlüssel haben. So, hier schönes. Unser Hermit. Hier ist er. Geilo, danke. Unser Hermit können wir mitnehmen, um aus den... Oh Gott, wir müssen uns beeilen eigentlich. Um aus dem Bosswasch rauszukommen. Allerdings, glaube ich, sind wir nicht schnell genug für den Bosswasch. Oder welche Ebene ist das? Depths 1 erst. Nee, okay. Dann schaffen wir das auf jeden Fall nicht. Tschüss, Bosswasch. Die God Mode dauert echt länger. Das ist komisch. Aber okay. So. Hilfe. Lemon Party. Sehr cool. Nehmen wir mal mit. Weil Lemon Party ist ja hier irgendwie noch stärker geworden. Beziehungsweise die Doge Party. Entschuldigung. Und ich verstehe nicht, warum deine Welt so unglaublich klein ist. Ach, das sind ja wieder Mini-Bosse. Ganz vergessen hier. Go, go. Attacke. Die werden auch irgendwann nochmal zum Problem werden. Das sage ich euch. Wir werden irgendwann mal an diesen Dingern hier sterben. Weil wir einfach nicht fliegen können oder irgendwas. Oder einfach nicht stark genug sind für die. Und dann bringen die uns einfach um. Weil eigentlich sind das voll die Assi-Gegner. Danke für das blaue Herz. Hallo, Double Greed. Oh. Erstmal auch Schock gegen das Feuer laufen. Und nochmal. So habe ich das gern. Ich laufe gerne gegen Feuer. Ist quasi meine Lieblingsbeschäftigung. Ah, die verrückte Katzenlady. Bringt uns zwar jetzt nicht wirklich was, aber wir nehmen es mal mit. Weil jetzt können wir durch Gegner durchschießen. Das hätten wir auch vorher schon gekonnt, aber... Pff, was soll's? Was haben wir hier? Schönes Joker. Brauchen wir nicht. Vielleicht später. Können wir eigentlich gleich mal mitnehmen. Oh, wow. Können die hier rüberfliegen? Den Range habe Little Baggy. Okay, cool. Brimston? Ja, gut. Kostenloser Brimston nehme ich gerne mit. Das wird uns ein paar mehr Leben geben. Oh! Ach! Stimmt, das hatten wir ja schon mal. Brimston mit dem Messer. Oh, wie geil. Und dazu richtig viel Schaden. Okay, wir nehmen das mit. Und wir nehmen das mit. Ist mir egal, dass ich dann keine Leben mehr habe. Ah, oh, wie geil. Wir haben einfach Brimston. Brimston mit dem Messer, das ist das Geilste, was es gibt. Also ich finde das richtig geil. Wenn wir jetzt noch... Moment, wir müssen noch kurz in den goldenen Raum. Wenn wir jetzt noch... Was soll ich sagen? Tamiset. Wenn wir jetzt noch Tamiset bekommen, dann kann das sowieso gar nichts mehr aufhalten. Vor allem, ich muss gar nicht aufladen. Der schießt das einfach sofort. Sobald ich einmal schieße, schießt er gleich ein paar dieser Messer. Ist recht nett. Würde ich mal sagen. Aber irgendwie sind wir nicht Gabi. Warum sind wir nicht Gabi? Oder sind wir doch Gabi? Spawnen wir Fliegen? Ich glaube, wir spawnen keine Fliegen. Wieso sind wir nicht Gabi? Ich meine, wir haben jetzt schon 4 Gabi-Items. Hat er da irgendwas geändert, dass man wirklich nicht Gabi werden kann? Das wäre ja richtig assig. Aber wir spawnen halt keine Fliegen, oder doch? Moment. Ich glaube nicht. Weil Brimston in Gabi-Form wäre eigentlich richtig stark. Aber okay. Kaufen wir uns das. Kaufen wir uns das. Kaufen wir uns das. Kaufen wir uns das. Kaufen wir uns das doch nicht. Ich will das doch nicht haben. Gut. Ja. Sind wir hier auch durch, würde ich sagen. Waren wir in einem Geheimraum? Ich denke schon. Okay. Los, Messer. Attacke. Gab es hier noch irgendwas, was wir kaufen könnten? Nein? Okay. Dann bye bye. Muttis Fußebene. Sehr schön. So, blaues Herz. Nehmen wir immer gerne mit. Das ist ganz cool, dass es gleich von Anfang an immer so ein blaues Herz gibt.
Rotes Herz bringt uns nicht wirklich was. Oh, und dazu haben wir haben ja noch. Wir haben ja noch. Fnord. Was haben wir? Wir haben Wafer. Wir haben Wafer. Das heißt, wir kriegen noch weniger Schaden. Als sowieso schon. Und ich hätte jetzt trotzdem gerne noch mal eine Donation-Maschine. Wir haben so viel Geld. Ich möchte eigentlich mal was spenden. Achso, hier. Tummy Set! Aber geil. Okay. Testen wir mal. Ah. Schade. Mit dem echten Bümsen wäre das richtig nice. Aber leider haben wir nicht den echten Bümsen. Das heißt, ist nicht so cool. Schade. Schade, schade. Hätten wir die Messer nicht, dann wäre das richtig die richtig gute Kombo. Hey, wir wären einfach richtig OP gewesen. Verdammt. Leute, hätten wir dieses Messer nicht aufgesammelt, damals, dann wären wir jetzt richtig OP. Wir hätten Tummy's Head, wir hätten Brimston und wir hätten Tummy's Head. Hä? Wir hätten Tummy's Head, Brimston und wir wären Gabi, so rum. Das heißt, wir würden einfach in jedem Raum Tummy's Head einsetzen können, alles töten und dann richtig viele Fliegen bekommen. Im normalen Eisereck, aber ja gut. Wir haben leider das Messer. Tja. Naja. Was soll's? Ach, Bob's Wage schon wieder. Hi. Too easy for me. That OP ran. OP, OP, OP. Was kriegen wir hier Schönes? Gar nichts. Geld. Was auch immer wir mit Geld wollen. Wir haben's. Okay. Wie, aber wieso verwandeln die sich immer? Finde ich merkwürdig. Okay, ja. Nimm du mal. Nimm das auch alles mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut. Und Boss, sehr schön. Da war der Boss, wir haben ihn, wir haben ihn. Der Boss, der Boss, der Boss. Und es ist ein einzelner Boss, das heißt... Achso, wir sind schon bei Mom, okay. Easy. Und wir haben Fliegen. Sind wir doch Gabi? Okay, anscheinend sind wir doch Gabi, aber Gabi spawnt anscheinend viel, viel seltener Fliegen. So wie ich das sehe. So, das können wir mitnehmen. Hure von Babylon auf jeden Fall auch. So. This close to snapping. Und das wäre fliegen. Wir können allerdings schon fliegen. Das wäre stärker werden. Nehmen wir das auch noch mit, weil wir dann den Hure von Babylon-Effekt haben. Und ja. Ich muss mir kurz wieder was aufschreiben. So. Gut. Wir haben 11 Leben. YOLO. Und wir sind das erste Mal in The Bomb. Wow. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. So, wir sind auf jeden Fall stark genug für alles. Wir sind auch Gabi. Und jetzt spawnen wir sogar ein paar Fliegen. Haben wir eben noch nicht. Ah, ja, egal. Egal, jetzt spawnen wir es. Und ich weiß noch nicht, warum ich das ganze Geld aufsammle. Eigentlich bräuchten wir es ja nicht mehr. Boah, wir können es gar nicht aufsammeln. Wir können es aufsammeln, aber es bringt halt nichts. Loki, hi. Ich hab gehört, du willst sterben. Alles klar, bin ich bei behilflich. Oh Gott. Okay. Ja. Ihr habt auch einen Brimston, ja? Das ist schön. Okay, warum kommen hier vier Ebenen? Oder vier Dinger? Fünf? Oha, okay, The Womp ist böser, wie es scheint. Hä?
Bitte nicht noch eine. Danke. Okay, in The Womp ist in so einem Challenge-Raum fünf Dinger. Okay, jetzt haben wir 200 Gold. War meine Mutter kurz drin. Heute ist der Muttertag. Stimmt, Muttertag. Habt ihr eurer Mutter irgendwas geschenkt? Besteht eure Mutter darauf, dass sie ihr was schenkt? Meine besteht einmal drauf. Die hat mich die ganze Woche dran erinnert. Und ich habe ihr trotzdem nichts geschenkt. Ich habe nicht dran gedacht. Oh, die. Ja. Und heute ist Sonntag, das heißt, keine Läden haben wir offen. Na ja. Andererseits ist es ist ja. Es sollte keinen Tag geben. Also, was? Ich wollte irgendwas anderes sagen. Blub, egal. Es sollte nicht nur einen Tag im Jahr geben, wo man der Mutter was schenkt. So meinte ich das. Genau dieselbe Ausrede wie beim Valentinstag. Wenn man am Valentinstag nicht schenkt, dann sagt man einfach, ja, es muss ja keinen speziellen Tag geben, damit ich dich liebe. Um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Und dann schenkt man sich halt am Valentinstag nichts, aber an jedem anderen Tag. Ist das nicht toll? Macht man das zwar auch nicht, aber egal. Man hat eine Ausrede. So. Aha, Isaacs Herz. Warum finden wir das einfach hier so? Das ist irgendwie blöd, ich will das nicht haben. Dann würde ich nämlich sterben, denn kein Mensch kann mit diesem Isaacs Herz umgehen. Gar keiner. Selbst wenn das Leute sagen, das geht nicht. Oh, Logis Hörner, sehr schön. Range up, Mom's Contact. Cool. Jetzt kriegen wir hier Schönes. GMP nehmen wir auf jeden Fall mit. Den hier nehmen wir auch mit. Und sorry, ihr beiden Babys, ich muss euch leider hier lassen. Okay, bisher ist der Womp aber auch nicht so weiter tragisch. Also ich habe mir mehr erhofft von der God-Mode bisher. Noch ein heftiges Damage-Up. Und wir sind einfach nur richtig stark immer. Vielleicht haben wir auch einfach nur Glück. Oh, Hilfe! Okay, 4 Lokis. Ist okay. Ich glaube, ich setze mal mein Buch ein. Na, sind wir noch ein bisschen stärker. Okay, wir spawnen auf jeden Fall wieder fliegen. Sehr schön. Aber das ist wirklich weniger geworden. Also Gabi ist nicht mehr so OP wie im Vanilla-Isaac. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ist gar nicht mal so stark, wenn man Gabi ist. Na gut. Gut. Gut zu wissen. Hi. Zum Glück sind wir auch so stark genug ohne Gabi. Gabi ist nur so ein Zusatz. Ist ein nice to have, sagen wir mal. Wow. Gut, dass wir den Wafer haben. Blub. Können wir hier, so Lovers. Moment, das können wir ja unserem Bettler geben. Die gibt uns einen garantierten blaues Herz dafür. Genau, danke. Und wir haben ja die blaue Map. Das heißt, wir sehen, wo der Boss ist. Der wird wahrscheinlich da unten sein. Hier ist nur der normale Geheimraum. Aber da gucken wir trotzdem mal rein. Und wir kriegen ja leider noch kein Polaroid. Oder sowas. Erst nachdem wir 10-mal Mutters Herz besiegt haben, oder? Oder sobald wir es einmal besiegt haben, kann auch sein. Ja, auf jeden Fall kriegen wir hier eine Pille. Health up, okay, ist jetzt nicht ganz so geil. Ist denn, wir kriegen gleich nochmal einen Devil-Deal? Wir könnten die Ebene eigentlich auslassen, indem wir jetzt einfach zum Joker gehen. Wir können aber trotzdem weitergehen. Moment, wir sind gerade so stark. Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Ich habe ja die Joker-Karte. Dann kann ich... Hä, warte mal. Was kann ich denn da machen? Ah, da kann ich irgendwas machen. Aber ich glaube, das geht auch so, weil wir sowieso den Goathead haben. So. Haben wir hier Schönes. Lass mich rein. Geld. Toll.
Überall Money, 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 Money. Unsere dritte Spritze ist auch nicht schlecht. Nope, mein Herz. Lass mein Herz in Ruhe. Allerdings sollten wir nicht, wir sollten nicht noch ein Herz aufsammeln. Weil dann sind wir die Hure von Babylon nicht mehr. So. Und wo ist jetzt der Boss? Hä, ist der jetzt echt da hinten? Da oben links? Kann ich ja gar nicht glauben. Hallo, blaues Herz? Dann hat uns ja der super Geheimraum verarscht. Oh Gott. Hallo. Okay, anscheinend ist der Boss wirklich oben links. Dann waren wir ja schon voll nah dran. Also sind wir den ganzen Weg nochmal zurückgelaufen, weil wir dachten, das wäre falsch. Jo. Okay, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr schnell, was ich sehr gut finde. Jetzt haben wir unseren Hure von Babylon-Effekt nicht mehr. Oh, oh. Oh, oh, jetzt sind wir schwächer. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Schon wieder Bob Swain. Hi, zum dritten Mal in diesem Run. Wie geht's dir, Bob Swain? Alles gut bei dir? Ich nehme dich allerdings immer noch nicht mit. Irgendwann kommt deine Zeit, Bob Swain. Irgendwann, aber nicht heute. Komm's Herz. Okay, hi. So, okay, aber es scheint normales Mamsherz zu sein. Relativ normal. Wir können uns halt nicht an die Seite stellen, aber sollte kein Problem sein. Kann auch das nochmal einsetzen. Und da haben wir Mamsherz besiegt. Sehr schön. Wir können jetzt den Run schon beenden, allerdings machen wir das nicht. Denn wir sind cool und Töfte. Was ist das? Ach, ich will das Schatten. Cool. Okay, 12 Leben. Oh, beide Schlüssel kriegen wir hier. Ist auch nett. Die können wir auch mal mitnehmen. So, und ich würde sagen, wir gehen trotzdem nochmal weiter runter. Etwas aus Jux und Laune. Und wir haben das Wrap Baby und Eden geunlockt. Und Dead's Key. Wir könnten dann so... Ne, können wir nicht. Wir können ja nicht in die Chest rein. Aber theoretisch hätten wir jetzt... Ganz theoretisch hätten wir jetzt... Obwohl... Können wir vielleicht trotzdem in die Chest? Moment, das teste ich gleich aus. So... Also so viel schwerer finde ich die jetzt aber wirklich nicht. Klar, sie ist ein bisschen schwerer, aber man wird ja auch viel OP'er. Die Bosse sollen ja mehr Leben haben angeblich. Aber selbst davon merke ich nicht wirklich was. Finde ich merkwürdig. Man wird halt echt viel, viel stärker. Man kriegt halt viel mehr Items. Als einem vielleicht lieb ist. Tja. Okay, Dwight Baby, geh mal nicht so ab. Alles gut. Reg dich ab. So. Justice. Setzen wir ein. Mein Justice. Okay, wo haben wir die Angst drin her? Stimmt, wir haben dieses eine Parfüm. Oh, ganz vergessen. Aber bloß, ganz viele Fliegen. Ganz viele Fliegen. Okay, wir produzieren jetzt aber doch gut Fliegen. Warum haben wir denn in der einen Ebene keine Fliegen gespawnt?
Zählt Gabi erst ab der nächsten Ebene? Oder was? Oder wie? Oder wann? Oder wo ist... Oder war das ein Bug? Oder was auch immer? Wieso zählt der jetzt als Miniboss? Wieso... Wieso hast du mehr Leben? Und cool. Okay. What the fuck? Gut, was soll das darstellen? Ein Peace-Zeichen. Yay. Hi. Peace. Ich möchte auch Peace. Teufel, Peace. Peace. Frieden. Wo ist das genau? Da. Okay. Waren wir am anderen? Diese ganzen Katzen. Das sieht schon witzig aus. Los, Cat Attack. Hä? Waren wir nicht? Was haben wir hier? Bamsaki. Nö. Na gut. Gut, dass wir so einen hohen Schaden haben. So. Haben wir die auch besiegt? Hallo Trollbombe. Yo, hi. Na? Speed down macht uns nichts. Wir haben sowieso sau den hohen Speed und anscheinend sind wir falsch gelaufen. Auch nicht schlecht. Na, eigentlich schon. Also, so richtig schön ist das nicht, falsch zu laufen. Pestilenz, nochmal kurz vom Boss. Nett. Oh. Das ist Shard Polaroid. Das heißt, wir können gleich doch nochmal in die Chest, oder wie? Oh, das war ja mega. Dann könnten wir einfach richtig weit gehen. Dann könnten wir sogar den Mega-Satan machen. Oha, okay, das wäre cool. Lol. Okay, der ist irgendwie schnell gestorben. Der war instant tot. Warum war der denn instant tot? Weil wir dieses komische... Nee, was? Keine Ahnung. Ah, er kann uns nicht mehr wehtun mit seinen Stampfern, weil wir... weil wir dieses flammende Herz haben. So, wenn ich jetzt Joker einsetze. The Demon Tail. Mary. Krampus. Und wir sind in der... im Furnace. Okay, sieht zumindest interessant aus. Virtue, nochmal ein Schutzschild, warum nicht? Freeze Effect, ne, doch nicht. Oh, wir schießen in beide Richtungen, okay, auch nett. Monster Manual brauchen wir nicht, okay, dann schauen wir mal, was uns hier Schönes erwartet. Okay. Interessant. Oh ja, drei von euch. Okay. Kann ich mit umgehen. Kann ich mit umgehen, habe ich gesagt. Oh, Hilfe. Jo. Ach du Scheiße. Und dann schießen die auch noch fünf Dinger. Okay. Ja, ja, ist okay. Gut, dass wir schon OP sind. Wir gehen gerade übrigens weiter, als wir eigentlich gehen könnten. Finde ich ganz nett. Dank unserer Joker-Karte. Ich weiß nicht, ob dieses eine Polaroid-Ding, das wir da eingesammelt haben, auch gemacht hätte. Oh Gott. Nee, ich glaube, das war Polaroid. Das heißt, mit dem Polaroid wären wir nicht in den Furnace gekommen. Das war nämlich nicht das Negativ. Ja, oder wir haben gerade den Schutzschild durch Virgil bekommen. Das kann natürlich auch sein. So. Wir sind auf jeden Fall stark genug. Wir können... Hä? Hier war aber keine Tür, oder? Hier war keine Mega-Satan-Tür. Oh, das ist schade. Oder müssen wir die erst finden?
Die Set Onion. Sieh schön. Schon wieder so ein Raum, okay. Ja, Alter, wie er die verändert hat. Der Mottersteller. Schießt halt noch mehr, ist okay. Ist okay. Okay, aber anscheinend ist das Polaroid gar nicht das Polaroid, wofür wir es halten. Also wir kriegen auf jeden Fall nicht jedes Mal ein Schild. So viel ist sicher. Und wir haben die Katakomben freigeschalten. Warum auch immer. Aber wir haben es freigeschalten. So, irgendwie muss man auf die Map gucken, damit man weiß, wo es weitergeht. Sieht aber recht schick aus, die Ebene, oder? Ich glaube, die ist ganz schick. Ach ja, 4 von euch. Ja, das ist schön. Das gefällt mir. Und dann macht ihr auch noch alles dunkel. Ja, okay. Oha. Rote Version von denen auch noch. Okay. Okay, solche Räume sind dann natürlich sehr assig. Naja, gut. Wir kriegen zum Glück genug blaue Herzen. Nein, Twibble-Shot. Warum habe ich das mitgenommen? Ah, ist eigentlich auch egal. Ich glaube, jetzt schießen wir nur noch schneller. Oh, das war dumm, dass ich das jetzt schon mitgenommen habe. Egal. Geht weg. Alle weg, alle weg, alle weg. Du auch. Ich hab dich gesehen. Ach ja, Explosionen können uns da gar nichts anhaben. Das ist sehr schön. Also Sacrical Heart. Ich hab den Namen vergessen. Dieses komische flammende Herz hilft uns auf jeden Fall auch sehr gut. So. Moment, der lebt noch. Gut. Wir können eventuell abkürzen. Jupp. Sehr schön. Haben wir zumindest 2 Räume weniger machen müssen. Das ist doch toll. Oh, da war der Boss. Allerdings, wo ist denn dann der Mega-Satan? Oder wie auch immer er hier heißt. Vielleicht heißt er hier anders. Und wir sind Lord of the Flies noch geworden. Cool, sind wir gleich beides. Wie hieß der? Oh. Oh, was? Ach, guck mal, noch ein Piece. Haben wir die gleich 4-mal. Wie der halt auch... Der sieht ja richtig komisch aus. Okay, der hat ein paar viele Leben. Das muss man zugeben. Ja, aber seine Explosion könnte sowieso nichts anhaben. Von daher ist das eigentlich recht easy. So, jetzt haben wir auch ein Schild. Jetzt können wir einfach ganz an ihn rangehen und die ganze Zeit mit unserem Messer und mit unserem Cube of Meat und unserer roten Fliege und alles angreifen. Und trotzdem verliert ihr nur so wenig Leben. Schaut euch das an, ey. Und weg. Dürfen wir jetzt noch irgendwie zum Mega-Satan? Ich würde da sehr gerne hin. Ich meine, ich habe jetzt so viele Peace-Dinger. Ich habe 4-mal bei... Lol. Wir haben Double-Shot? Wollen wir die Double-Shot her? Hui! Wir haben 4 dieser Schlüsselteile. Jetzt will ich auch zum Mega-Satan. Komm schon. Lass mich zum Mega-Satan.
Lebensupgrade. Drei große Kriege, okay. Die drei großen Kriege von Isaac. Tja, ich kann fliegen, ihr nicht, hä? Das ist ja doof. Dumm gelaufen für euch, dumm gelaufen. Da, Sammelei, gib mir ein blaues Herz. Vielen Dank. Okay. Ach, und die kleinen Kriege, die darf man auch nicht vergessen. Die drei großen Kriege, aber die kleinen darf man auch nicht vergessen. So. Dann. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein Tor, wo man irgendwie seinen Schlüssel einsetzen kann. Oder man muss nach dem Boss, den wir eben besiegt haben, ich habe den Namen ja leider vergessen, vielleicht muss man nach dem sowieso noch da rein. Kann ja auch sein. Wie die halt alle übereinander sind. Alter. Alter, wie viele sind das? Hä? Nett. Ein Rudeltier. Die Spinne ist ein Rudeltier. Wie es scheint. Nee. Das tue ich euch nicht an, keine Sorge. Okay, jetzt haben wir die ganze Ebene getötet und kein... Nee, warte, da oben ist noch irgendwas. Die ganz hinten oben, da ist noch ein Raum. Und wo war der Anfangsraum? War der hier? Oh. Gut, ich bin ein Idiot. So, gut, wir haben auf jeden Fall 12 Leben plus nochmal 2 weitere wegen Bolts of Steel. Und er sieht ganz normal aus. Aber er wird mehr Leben haben. Da könnt ihr von ausgehen. Oh, und ich liebe gerade unser Baby, der einfach alles abfängt. Oh. Lol. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wir sind auf jeden Fall stark genug, würde ich sagen. Oha. Wow, sogar die Superversion sterben einfach alle wie Fliegen. Was ist hier los? Was ist hier los? Nein, wow, was? Nicht schlagen. Das kann wehtun. Denk doch mal dran, wen du damit verletzen könntest. Der Rote wird dann natürlich noch mehr Leben haben. Oh. Habt ihr gesehen, ne? Der hat uns nicht getroffen. Easy. Hä? Oh, nö. Warum ist die rote Version so stark? Blöde rote Version. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Stirb. Hab gesagt, stirb.
Hilfe? Wie nah man an ihn rangehen muss, um das auszuweichen. Okay, was ist das? Kenne ich zwar auch noch nicht, aber anscheinend ist das nicht ganz so stark. Ja, ja. Ich glaube, unser Dry Baby hilft uns da schon sehr doll. Wir müssen uns einfach nur in unser Dry Baby reinstellen. Und dann kann er uns gar nicht treffen. Müssen wir gar nicht erst ausweichen. Das Dry Baby fängt das alles ab. Easy. Oh nein, da wurden wir getroffen. Schnell ran da. Hui! Volle Leben! Lol. Und ein Dämon-Baby. The Angels Await. Sehr schön. Im zweiten Durchgang einfach Mega-Satan besiegt. Ja, einfache Mod, würde ich sagen. Von wegen God-Mode. So, und wen haben wir jetzt? Drake. Wir haben Drake freigeschalten. Und Xaphan. Drake und Xaphan haben wir freigeschalten. Sehr schön. Dann können wir die auch als nächstes Mal spielen. Das war jetzt Adra. Adra. Sehr cool. Okay. Ja. Kann man mal machen. Dann. Wow, die Folge ist wieder richtig lang geworden. Egal. Ich meine, wir hätten eigentlich gar nicht bis zum Mega-Satan kommen können, aber sind wir. Von daher. Das soll erstmal jemand schaffen. Im zweiten Durchgang Mega-Satan besiegen. Ja. Ja, 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 okay. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Und habt noch einen schönen Muttertag. Denkt an eure Mutter und so. Tschüss.